Patrick Glöckner, ein neues Jahr hat begonnen mit ganz vielen Herausforderungen. Jetzt kommt noch hinzu, dass man diesen Mammutspielplan irgendwie bewältigen muss. Wie wollen Sie sich denn aufstellen, um diese Herausforderung letztendlich auch zu schaffen? Ja, ich denke, das Wichtige ist, dass man Spiel für Spiel abarbeitet und man nicht das Große und Ganze sieht, weil wir wissen ja auch nicht, was passiert. Es können immer noch Spielabbrüche geben und von daher fokussieren wir uns jetzt erstmal auf Ferl, auf das erste Spiel und dann werden wir sehen, das zweite Spiel hat ja dann auch noch ein bisschen Zeit und das dritte ist auch noch human mit 4 freien Tagen. Also es geht dann wirklich nur um die Taktung Mitte Januar bis Ende Januar und da machen wir uns aber jetzt noch keine Gedanken, weil es geht wie gesagt erstmal um den ersten Gegner. Die letzten 3 Spiele liefen ja nicht ganz so gut. Trotzdem, wie möchten Sie da jetzt ansetzen, um das Ganze wieder zu verbessern? Ist Ihre Mannschaft denn derzeit im Soll oder muss da noch einiges getan werden? Ich denke, dass wir einfach wieder mit einem maximalen Selbstvertrauen spielen sollten und auch müssen und dass jeder an seine Leistungsgrenze heran muss. Das ist in der dritten Liga Standard und wenn du einfach mal nicht an die Leistungsgrenze rankommst und das war uns auch in den letzten 3 Spielen nicht möglich aufgrund der englischen Woche. Die anderen Teams, die gegen uns gespielt haben, hatten Regelwochen. Hinzu kommt, dass wir halt ein enormes Verletzungspech hatten und innerhalb kürzester Zeit improvisieren mussten und das hat alles nicht dazu beigetragen, dass es jetzt einen positiven Ausgang hatte für das Jahr, aber umso schöner ist es für das jetzige Jahr, dass wir uns da neue Ziele stecken können und auf jeden Fall eine Trendwende herbeiführen möchten. Sie hatten es eben schon angesprochen, Sie hatten eben dieses Verletzungspech. Mit welchen Spielern kann man denn jetzt demnächst schon wieder rechnen? Ja gut, Sagiri und Ferrati kommen erstmal zurück. Das sind so die einzigen, die jetzt wieder von Anfang an auflaufen können. Und alles andere braucht noch ein bisschen Zeit, aber da sind wir auch die Jungs sind in guter Behandlung und machen da auch ihre Fortschritte. Das dauert aber schon noch eine anderthalb, 2, 3 Wochen, bis wir da wieder, ich sage jetzt mal, den Kader so auffüllen können, dass wir variantenreicher spielen können. Das Transferfenster ist derzeit geöffnet, dass Sie einen Innenverteidiger suchen, ist ja im Prinzip schon ein offenes Geheimnis. Jetzt ist ja heute aber Manuel Stiefler auf dem Platz, für mich eigentlich ein Mittelfeldspieler. Wie kommt's? Ja, es ist so, dass Manuel in der Offensive ja auf der rechten Seite auch spielen kann, sowohl auf 6 und hinten auf der rechten Außenverteidigerposition Erfahrung gesammelt hat. Und da hätten wir halt einen Spieler, der halt vielseitig einsetzbar ist, weil halt unsere Kaderdecke momentan sehr dünn ist. Deswegen ist es ein interessantes Thema, gucken wir uns jetzt ein bisschen an und dann schauen wir mal am Ende, was dabei rauskommt bezüglich Innenverteidigerposition. Also wir haben da schon vor Weihnachten schon Gespräche auch geführt und sind da auch schon von unserer Positionierung klar. Jetzt geht es halt nur darum, dass die sportliche Leitung da, ich sag mal, jetzt irgendwann Nägel mit Köpfen macht und dann denke ich, können wir da auch vielleicht noch nachlegen. Das heißt, wie sieht also der Wunschkandidat aus? Ja, der Wunschkandidat, das ist ein Spieler, der uns sofort weiterhilft. Das heißt, er muss natürlich auch im Saft stehen und das ist eigentlich das höchstmögliche Anforderungsprofil, das wir haben, hinzukommt, weil wir eine sehr junge Mannschaft haben, dass wir ein Stück weit Erfahrung mit reinkriegen in den Kader und diese 2 Ansprüche, also körperliche Fitness und Erfahrung, denke ich, damit ist unserer Mannschaft dann auch geholfen. Patrick Glöckner, vielen Dank. Ja, sehr gerne.